Das heißt, wenn Und man unglücklich ist und vielleicht sich zu wenig geliebt fühlt, kann es sein, dass man sich vielleicht unbewusst sozusagen diesen Partner ausgesucht hat, der einem immer wieder genau dieses Gefühl gibt, nicht geliebt zu werden. also so hundertprozentig erklären ist vielleicht manchmal schwierig, aber also so wie ich mir das erkläre, ist halt, dass wir, ja, wo kommt so eine Verlassenheitswunde her, ne? Ich hatte in der Kindheit vielleicht schon einen Elternteil, der nicht verfügbar war, nicht da war, drogensüchtig, keine Ahnung, extrem narzisstisch oder irgendwas. Und ja, ich denke so, was auch immer wir erlebt haben in der Kindheit, das verbinden wir mit Liebe so. Auch sozusagen eigentlich diese Nicht-Liebe, diesen kalten, nicht verfügbaren Elternteil, oder manchmal sind es auch beide. Und dann fühlt sich das für mich vertraut an. Und wir suchen immer wieder das Vertraute so, ne? Und ich bin eigentlich überzeugt, dass wir, solange wir nicht unser Großhirn einschalten, daten wir mehr oder weniger unsere Eltern irgendwo und Hast du einen Mutmach-Tipp für unsere Zuschauer, die da so ganz da niederliegen und alles andere ganz schrecklich finden? ja, also es gibt, also eins kann man wirklich sagen, es wird auf jeden Fall besser. Also es wird einem, wenn ich nicht immer wieder, soll ich mal sagen, immer wieder das Gleiche mache, was mich da reingebracht hat, wird es besser werden. Liebeskummer ist endlich und selbst gruseliger Liebeskummer, wenn ich wirklich mich da rausziehe, die Arbeit an mir mache, also in aller Regel geht es einem nach 6 Monaten deutlichst besser so und